Der Verein Symposion organisiert Basler Philosophietag. Sie ist das Jahr unter dem Thema Thinking Democracy. Demokratie denken, andenken, weiterdenken. Bei uns ist der Martin Saar. Er hat eine Professur an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Saar, das Wort Demokratie wird heute jeden Tag gebraucht. Wir hören es auf der Politbühne überall. Und irgendwo kommt der Verdacht auf, dass es missbraucht wird. Mhm. Erdogan braucht es, Putin braucht es, Rechtspopulisten brauchen dauernd das Wort direkte Demokratie. Woher kommt dieser Missbrauch? Der Missbrauch liegt nahe, weil der Begriff der Demokratie tatsächlich unterbestimmt ist. Es ist die Herrschaft des Volkes, aber jetzt könnte man fragen, was heißt die Herrschaft und was heißt hier Volk? Das heißt, der Begriff selber lädt dazu ein, ihn auf verschiedene Weise zu füllen und vielleicht sogar zu missbrauchen oder zu funktionalisieren. Und unser Symposium hier ist ein Versuch unter dem Titel Thinking Democracy, uns Rechenschaft darüber abzulegen, wie man den Begriff verstehen könnte und wie man ihn auch kritisch verwenden kann. Und das heißt auch gegen die Missbräuche und die Funktionalisierung schützen kann, indem man darauf hinweist, dass das, was hier Herrschaft heißt und das, was hier Volk heißt, tatsächlich umstritten sein muss und interpretations- oder deutungsoffen. Und das versuchen wir. Und die verschiedenen Beiträge hier machen unterschiedliche Vorschläge, bestimmen und interpretieren den Begriff unterschiedlich, unterschiedlich radikal könnte man auch sagen. Aber alle sind sich einig darin, dass die Missbräuchlichkeit tatsächlich dazugehört. Es ist nichts, wovon man den Begriff selber schützen kann. Dazu ist er zu offen und man könnte sagen zu vage. Aber das könnte etwas Gutes sein, weil wir streiten können darum, was es bedeutet. Und in diesem Streit werden wir uns vielleicht ein Stück klarer, was es bedeuten könnte. Wo sind denn die Grenzen der Demokratie? Wir selber hier im Symposion versuchen zu verstehen, dass die Demokratie sich selber begrenzt und dass wir das Mehrheitsprinzip oder das Prinzip der Volkssouveränität in den westlichen modernen Verständnissen der Demokratie kombinieren mit den Grundrechten, mit den Minderheitenschutzprinzipien und dass es damit etwas Selbstbegrenzendes, Selbstbegrenztes in der Demokratie gibt. Deswegen sagen wir, eine Demokratie, in der nur immer die Mehrheit entscheidet, ist eigentlich gar keine, sondern Tyrannei der Mehrheit, wie Tocqueville gesagt hat. Daher gibt es in der Demokratie selber Bremsen oder Blockaden oder Schutzmechanismen, die dieses andere der Demokratie selber versuchen zu verhindern. Natürlich gibt es im Recht Grenzen, Begrenzungen der Demokratie, aber es gibt natürlich auch Sphären außerhalb der Politik selber, die in einem gewissen Sinn Grenzen der Politisierbarkeit und damit auch der politischen Steuerbarkeit und der demokratischen Verfügung sind. Und auch das versuchen wir in diesen Vorträgen zu klären. Aber das ist eine schwierige Frage, weil es gibt wahrscheinlich viele Grenzen. Manche sind innen, die Selbstbegrenzung der Demokratie selbst, und manche sind außen. Eine Welt, in der es wenig zu verteilen gibt, kann sich auch schwer demokratisch sozusagen gut regieren und gut verwalten. Und auch das sind externe Faktoren, die hineinspielen in das, was die Demokratie leisten kann und auch, was sie sich selbst zutrauen kann. Die Tyrannei der Mehrheit finde ich einen guten Begriff. Die Mehrheit ist aber käuflich. Das macht die Demokratie meines Erachtens gefährlich. Wie kann man die Demokratie, wie kann man Minderheiten in der Demokratie schützen, damit die Demokratie Demokratie bleibt? Das ist eine gute und enorm schwierige Frage institutionell. Welche Formen sozialer Organisation können verhindern, dass manche ganz rausfallen, ihre Stimmen entweder nichts zählen oder sogar käuflich werden? Die auch hierzulande ja ernsthaft geführte Debatte um das Mindesteinkommen ist ein Versuch, darauf zu antworten, indem man sagt, bestimmte soziale Mindeststandards sind die Voraussetzung für politische und demokratische Partizipation, weil wer unterhalb dieser Schwelle lebt, hat gar keine Kraft, seine eigene Stimme einzubringen und der wird im besten Sinne des Wortes tatsächlich käuflich. Das ist sicher eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu versuchen, darüber nachzudenken, auch damit zu experimentieren, dass es vielleicht andere Formen der Partizipation geben kann, jenseits der Wahlabgabe. Weil alle paar Jahre mal wählen gehen, die Stimme, wie wir so schön sagen, abgeben, ist vielleicht zu wenig. Und die Idee, dass es permanentere, regelmäßigere und vielleicht auch niedrigschwelligere kommunale Formen der Mitbestimmung und der Einmischung und der Partizipation geben sollte, ist vielleicht auch ein Versuch, sich eine Art von intensiver Beteiligung, intensiver Demokratie vorzustellen. Und auch dafür hat natürlich das politische System der Schweiz einige Beispiele zu bieten. Kann man sagen, dass das Aufrechterhalten der Menschenrechte, der Menschenwürde über dem Drang oder dem Zwang zur Demokratie stehen kann und muss?
Viele argumentieren so, auch vor allem in der internationalen Politik. Und es ist sicher etwas Richtiges dran, dass auch die Menschenrechte, die ja übrigens oft genug kodifiziert sind in den Grundrechten der jeweiligen Verfassungen, etwas an der Demokratie und ihren Mehrheitsprinzipien begrenzen. Ich glaube, man kann es aber auch andersrum denken. Man könnte auch sagen, Demokratie selber, auch das Formieren von Mehrheiten, das Projekt einer politischen Selbstbestimmung, muss eigentlich die Menschenrechte voraussetzen. Weil eine bestimmte Art von Schutz der Einzelnen, damit sie teilnehmen können, muss ja gewährleistet sein, damit sie danach tatsächlich diese Rechte ausüben. Und in diesem Sinn könnte man das Verhältnis von Menschenrechten und Demokratie nicht nur als das eine begrenzt das andere verstehen, sondern vielleicht gibt es sogar eine gewisse menschenrechtsähnliche Basis, ein Fundament für demokratische Praxis. Und dann wäre dieses Verhältnis viel stärker ineinander verschlungen als eins sozusagen der externen Begrenzung. Und dann müssten auch faktische Demokratien nicht sagen, die Menschenrechte werden uns von irgendwo anders her aufgezwungen, sondern man könnte sagen, nein, in unseren Praktiken der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung haben wir selber immer schon ein quasi menschenrechtliches Element, das wir nur manchmal vielleicht unter anderen Namen kennen und gar nicht so leicht übersetzen können in diese sehr abstrakte Sprache der Menschenrechtscharters. Herr Saar, abschließend wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was wird uns die Zukunft politisch bringen? Eine sehr schwierige Frage. Wir sehen zurzeit schwarz, im besten Sinne des Wortes. Wir sehen gerade eher die Gefährdungen und die Verluste. Und wir sehen das Brüchigwerden der demokratischen Ordnung. Was genau kommen wird, weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich ganz sicher. Wenn irgendetwas diese Krise der Demokratie und der demokratischen Institutionen aufhalten kann, vielleicht sogar umwenden kann, wird es selber Demokratisierung sein. Für mich kann nur eine intensivere und vielleicht sogar radikalere Form von demokratisch werden unserer Gesellschaften die Gegenkräfte mobilisieren, die die Krise unserer demokratischen Institutionen zurzeit ausmacht. Und daher, ob das so sein wird, weiß ich nicht. Aber konditional gesprochen und auch in meiner Hoffnung gesprochen, mehr Demokratie könnte die einzige Lösung, das einzige Gegenmittel, das Gegengift gegen das zu wenig an Demokratie der Gegenwart sein.